Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. In 2 Tagen, dem 6.1., feiern wir das Fest der heiligen 3 Könige, Epiphanie. Die 3 Weisen aus dem Morgenland brachten Jesus Weihrauch, Gold und Myrrhe. Gold soll Geld und Reichtum symbolisieren, der Weihrauch das Gebet und Myrrhe steht für das Opfer. Wir Menschen haben von Gott unsere Talente geschenkt bekommen. Genauso wie die heiligen 3 Könige ihre Gaben dem Jesuskind, dem Retter der Welt, schenkten, ist es auch unsere Verpflichtung gegenüber Gott, dem Urheber unseres Lebens, aber auch gegenüber der Welt, unsere Talente, also unsere Gaben, einzusetzen. Im Gleichnis von den anvertrauten Talenten im Matthäusevangelium gibt ein Mann, bevor er auf Reisen aufbricht, seinen 3 Dienern gemäß ihrer Fähigkeiten unterschiedlich viele Talente Silbergeld. Der eine Knecht macht aus 5 10 Talenten und der zweite aus 2 4 Talente. Der Herr lobt diese beiden Knechte, die treu waren, indem sie ihre eigenen Befähigungen nutzten, um sie im Sinne des Herrn auszuüben. Der dritte Knecht aber, der das eine Talent erhalten hatte, handelt nicht mit der anvertrauten Gabe, sondern grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld. Als der Herr wiederkommt und Abrechnung hält, gibt dieser Knecht dem Herrn das eine Talent, worauf der Herr antwortet: Du bist ein schlechter und fauler Diener. Wollen wir Jesus, unseren Herrn, genauso enttäuschen? Er fordert uns, doch ist ebenso großzügig und verständnisvoll. Der 2. Diener hat eine andere Ausgangsbedingung mit 2 Talern als der 1. Diener mit 5 Talern, weshalb auch das Ergebnis unterschiedlich ist. Dem Herrn kommt es nicht auf das reine Ergebnis an, sondern vielmehr, wie wir mit den uns anvertrauten Gaben umgehen. Auf unsere Talente bezogen heißt das, dass natürlich der eine mehr Fähigkeiten geschenkt bekommen haben kann als ein anderer. Beide müssen nicht das gleiche Ergebnis vorweisen können. Das kann der Herr nicht erwarten. Aber er erwartet, dass jeder von uns sorgfältig mit den Talenten umgeht, die er geschenkt bekommen hat. Der 3. Diener bemühte sich nicht, das eine Talent Silbergeld zu vermehren. Er grub es nur ein. Wir sollten nicht mit unseren Talenten prahlen, aber sie genauso auch nicht verstecken. Denn unsere Talente sollen, aber sind unser Geschenk und unser Geschenk soll ein Geschenk für den Nächsten werden. Unsere Talente sollen so eingesetzt werden, dass sie dem dienlich sind, der sie uns geschenkt hat. So wie das Gold der 3 Weisen für Geld und Reichtum steht, soll der Einsatz unserer Talente den Reichtum vermehren, was nicht nur materieller Reichtum bedeutet. So wie der Weihrauch das Gebet symbolisiert, soll unsere tägliche Arbeit, wo wir unsere Talente einbringen, eine Form des Gebetes sein. Und so wie die Myrrhe für Opfer steht, kann auch in manchen Situationen der Einsatz unserer Talente wie ein Opfer sein, wenn uns beispielsweise an einem Tag unsere Arbeit besonders schwer fällt. Doch auch da ist jeder Mensch, jeder Dienst notwendig. Papst Benedikt XVI. Sagte einmal: Jeder ist die Frucht eines Gedanken Gottes. Jeder ist gewollt, jeder ist geliebt, jeder ist gebraucht. Jeder ist gebraucht. Gott setzt auf jeden Einzelnen von uns. Ein Orchester kann nur schön spielen, wenn jeder seine Talente einsetzt. Wenn der eine Geiger nur halbherzig spielt, hat er vielleicht das Talent zum guten Geiger, aber er setzt es nicht ein und das gesamte Orchester kann kein gutes Gesamtbild abgeben. Auch wenn die Welt viel größer ist als ein Orchester, ist es jeder Einzelne, der mit seinen Talenten die Welt bereichern kann. Aber wie wissen wir, wo Gott mit uns plant? Wir müssen Gott im Gebet fragen, wo unsere Berufung ist. Wir müssen ihn fragen, wo der Ort ist, wo wir unsere Talente einsetzen dürfen. Ich finde, dass diese Frage, Herr, wo brauchst du meine Talente, eine gute Vorbereitung auf das Fest der heiligen 3 Könige sein kann, weil die 3 Weisen uns daran erinnern, dass wir unsere Gaben, unsere Talente dem Herrn anvertrauen sollten, damit unsere Talente ein Geschenk für den Nächsten werden können.
Nimm her und empfange meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, mein Verstand und meinen ganzen Willen, all mein Haben und Besitzen. Du hast es mir gegeben, dir, Herr, gebe ich es zurück. Alles ist dein, verfüge nach deinem ganzen Willen, gib mir deine Liebe und Gnade, denn diese genügt mir. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.